Die Baobab-Allee ist wahrscheinlich eine der unglaublichsten und surrealsten Alleen der Welt. Um sie zu sehen, musst du nach Madagaskar. Sie ist allerdings nicht das einzige Riesenhafte, das du dort finden wirst. Die Insel ist auch Heimat gigantischer Kometenfalter. Deren Flügelspannweite beträgt irrsinnige 20 Zentimeter. Du musst also nicht mal nach fragwürdigen Fläschchen mit der Aufschrift "Trink mich" Ausschau halten, um deutlich zu schrumpfen. Wakachina sieht wie eine Oase mitten in der Wüste aus. Oh warte, es ist tatsächlich eine Wüste, aber eine wie keine andere. Dort gibt es einen Haufen Clubs und Bars. Unter anderem kannst du dich dort mit Sandboarden und sogar Bodyboarden amüsieren. Achte nur darauf, dass du eine Schutzbrille trägst und den Mund fest zumachst. Der Liebestunnel in Klevan in der Ukraine ist vollkommen mit Pflanzen bedeckt. Manche Paare glauben, wenn sie gemeinsam den 4 Kilometer langen Tunnel durchqueren, erfüllen sich ihre Träume. Aber sei vorsichtig, was du dir wünschst. Hier kommen jeden Tag dreimal Züge durch. Die Dark Hedges in Nordirland scheinen ein wenig unheimlich aufgrund der Legende, die diese Gasse umgibt. Die einheimische Bevölkerung glaubt, dass die Straße von einem Geist heimgesucht wird, der Grauen Dame. Und rate mal, was für eine Fernsehsendung hier gedreht wurde. Im Norden Portugals gibt es ein wunderschönes Haus, das urzeitlich aussieht, fast wie eine Höhle. Aber tatsächlich ist es ein Landhaus. Es nennt sich Casa do Penedo, was wörtlich übersetzt Felsenhaus bedeutet, und ist inzwischen ein winziges Museum. Von weit weg sieht es wie ein riesiger Stein aus und das ideale Zuhause für irgendein mystisches Wesen. Eine ganz ähnliche Bleibe findet sich irgendwo mitten auf dem Rächensee. Das ist ein künstlicher See, der im Zuge einer Stauung entstanden ist. Der Ort ist für seine Kirche aus dem 14. Jahrhundert berühmt, die direkt aus dem Wasser ragt. Zu Fuß erreichst du sie entsprechend nur im Winter, wenn und falls der See einfriert. Ein See, auf dem du definitiv spazieren gehen kannst, ist der Baikalsee. Und das wenig verwunderlich, er liegt nämlich im Herzen Sibiriens und gefriert jeden Winter. Er ist so groß, dass sich 27 Inseln darauf befinden. Er ist außerdem der tiefste See der Welt, 1640 Meter. Ab ins heiße Wasser. Die Grand Prismatic Spring in Wyoming ist die größte Thermalquelle der USA und die drittgrößte der Erde. Aber wage es bloß nicht, darin schwimmen zu gehen. Sie ist nicht nur kochend heiß, sondern es würde dich auch eine satte Geldstrafe kosten. Genieß sie lieber aus sicherer Entfernung. Le Mont Saint-Michel in der französischen Normandie ist ein erstklassiges Märchenreiseziel, falls du mal Prinz oder Prinzessin spielen willst. Das atemberaubende Schloss ist ganz von Wasser umgeben, aber nicht ständig. Das hängt nämlich vom Mond ab. Die höchste Flut gibt es 36 bis 48 Stunden nach einem Vollmond. Aber als ich dort war, habe ich nur ein Ödland mit ein paar Pfützen gesehen. Ein Nachthimmel mit tausenden von Sternen versprüht schon echte Romantik, aber ein buchstäbliches Sternenmeer nochmal sehr viel mehr. Willkommen auf der Insel Wat Hu in den Malediven. Die Strände hier leuchten dank des biolumineszenten Plankton im Wasser nachts blau. Du dachtest doch nicht, das wären echte Sterne, oder? Falls Sterne dich nicht sonderlich interessieren, gefällt dir vielleicht ein Himmel voller Heißluftballons. Kappadokien, eine Region in der Türkei, ist eigentlich berühmt für ihre unglaublichen Felsformationen, aber inzwischen zieht sie auch mit ihrem Heißluftballon-Erlebnis Touristenscharen an. Falls du schon immer über Wolken gehen wolltest, wenn du durch ein Flugzeugfenster nach draußen geschaut hast, habe ich eine gute Nachricht. Das kannst du in Bolivien tun. Es geht zwar nicht um eine echte Wolke, aber um eine extrem große Salzpfanne. Sie heißt Salar de Uyuni und spiegelt während der Regenzeit den Himmel, sodass eine Illusion eines unendlichen Spaziergangs im Himmel entsteht. Solltest du in Kolumbien sein, statte unbedingt dem Santuario de las Lajas einen Besuch ab. Um die Wallfahrtskirche zu erreichen, musst du eine Brücke überqueren, die scheinbar in der Luft hängt, während unter dir rasend schnell Wasser vorbeifließt. Und zurück nach Frankreich. Genauer gesagt nach Colmar im Elsass. Sieh dir nur mal diese Häuser an. Bunte Fachwerkfassaden, von Blumen geschmückte Kanäle und Pflastersteinstraßen. Aber auch in Deutschland gibt es unzählige Städtchen mit diesen kuscheligen Lebkuchenhäusern, zum Beispiel in Rothenburg ob der Tauber. Das ist eine fast vollständig erhaltene mittelalterliche Stadt mit dutzenden farbenfrohen Fassaden und authentischen Gasthäusern. Besonders magisch sieht es im Winter aus, wenn die Dächer schneebedeckt sind und es tolle Weihnachtsmärkte gibt.
In Island haben viele Häuser Grasdächer. Diese Behausungen heißen Grassodenhäuser und das Gras auf ihnen hat gleich mehrere Funktionen. Es ist nicht nur Deko, sondern schützt das Haus auch vor schwerem Regen. Es wächst aus einem Boden aus Lavagestein und muss regelmäßig geschnitten werden. Auf der Isla del Caño in Costa Rica gibt es eine Ansammlung von etwa 300 runden Objekten der verschiedensten Größe. Die Bevölkerung nennt sie Las Bolas, was einfach Kugeln bedeutet. Diese Steine haben eine fast perfekte runde Form. Einige von ihnen sind riesig und wiegen bis zu 16 Tonnen. Außerdem bestehen sie aus verschiedenen Materialien. Gabbro, Kalkstein und Sandstein. Man glaubt, dass sie vor den Häusern der Häuptlinge aufgereiht wurden, doch niemand weiß sicher, woher sie kommen. Manche Legenden behaupten, sie stammen aus Atlantis. Der Name Salto Angel oder Engelsfälle sagt schon alles. Absolute Idylle. Es ist der höchste ununterbrochene Wasserfall der Welt, sehr viel höher als die Niagara-Fälle. Das Wasser fällt in Stufen und vieles davon verflüchtigt sich auf dem Weg nach unten, was zu der Illusion dieser hübschen Wolken führt. Falls du auf überwältigendes Glitzern stehst, besuch doch mal die Höhle der Kristalle in Mexiko. Das kannst du zwar nur in professioneller Begleitung, aber wert ist es das allemal. Ich bin sicher, du hast noch nie zuvor einen Kristall gesehen, der zweimal so groß ist wie du. In Marokko gibt es eine Stadt namens Chefchaouen. Die Marmorhöhlen in Chile sind eines der abgelegensten Naturwunder der Welt. Die Kathedrale, die Kapelle und die Höhle sind die drei Hauptattraktionen. Sie sind eine Gruppe von schwarz-weißen Kavernen, Säulen und Tunneln aus Marmor. Wellen haben sie über tausende von Jahren geformt und sie sind immer noch dabei. Die Höhlen und die türkisfarbenen Wasserwellen ergeben zusammen eine wunderschöne Lichtshow. Wenn der Sommer beginnt, verwandelt sich ein gewöhnlich aussehender Fluss in Kolumbien in einen flüssigen Regenbogen. Der Caño Cristales, auch bekannt als der schönste Fluss der Welt, funkelt in fünf Farben: Rot, Schwarz, Grün, Blau und Gelb. Er sieht nur 6 Monate im Jahr so aus, wegen einer speziellen Unterwasserpflanze, die all diese Farben erzeugt. Sie braucht die perfekte Menge an Sonnenschein und Wasser, um ihre Magie erscheinen zu lassen. Der Fluss in Davki, Indien, ist der Traum eines jeden Kajakfahrers. Er ist smaragdgrün und so transparent, dass du bis auf den Grund sehen kannst. Helle Kieselsteine und Fische. Die bunten Fischerboote scheinen auf Glas zu schwimmen. Die einzigen Geräusche, die du hören kannst, sind das Rauschen des Flusses und ein gelegentlich vorbeifliegender Vogel. Eines der saubersten Dörfer der Welt ist nicht weit weg vom Smaragdfluss. Es gibt dort 3 Straßenreiniger, die jeden Tag arbeiten, auch bei starkem Regen. Die einheimischen Pflanzen, Blumen und Büsche im ganzen Dorf. Autos sind dort nicht erlaubt. Die Parkgebühr für Touristen wird verwendet, um die Straßenreinigung zu bezahlen. Was passiert, wenn du deinen Müll einfach wegwirfst? Du bekommst eine Geldstrafe oder kommst ins Gefängnis. Der Blue Lake in Neuseeland ist einer der klarsten Seen der Welt. Es ist fast so, als würde man auf destilliertes Wasser schauen. Man kann sogar blau-violette Schattierungen darin sehen, was super selten ist. Das Wasser kommt von seinem Nachbarn, einem eisigen Gletschersee. Die einheimischen Maori lassen dich dort nicht schwimmen. Du darfst nicht einmal deine Zehen eintauchen. Sie glauben, dass der See besondere Kräfte hat. Der Strand von Loskentyre ist eine endlose Weite weißer Sanddünen und perfekt blauem Wasser. Aber lass dich nicht von der tropischen Stimmung täuschen. Der Strand liegt in Schottland. Deshalb sieht es dort auch nur im Mai und Juni so schön aus. Im Dezember scheint an diesem Ort die Sonne nur 1 Stunde pro Tag. Dann sieht es dort ziemlich trostlos aus. Der 5-Blumensee im chinesischen Chiusaigu-Tal wechselt von Gelb zu Smaragdgrün, von dunkler Jade zu hellem Türkis und manchmal sogar zu einer Korallenfarbe, von der ich nicht einmal wusste, dass sie existiert. Dank heißer Unterwasserquellen friert er nie zu und trocknet auch nicht aus wie einige der Nachbarseen. Die lokale Legende besagt, dass er aus den Stücken eines Spiegels besteht, der vom Himmel fiel. Das Tal ist umrandet von Hügeln mit oberirdischen Höhlen und spektakulären Wasserfällen. Dort leben etwa 140 verschiedene Vögel und ein paar Riesenpandas und andere gefährdete Pflanzen und Tiere.
Das Südpolarmeer in der Nähe der Antarktis hat die sauberste Luft der Welt. Es ist so klar, dass Wissenschaftler kaum DNA darin finden können, um sie zu analysieren. Sie fanden bisher nur einige Meeresbakterien. Die Antarktis selbst besteht zu 99% aus Eis und hat atemberaubend blaue Gletscher, aktive Vulkane und die beste Aussicht auf den saubersten Schnee der ganzen Erde. Der Mount Haleakala auf Hawaii ist einer der ruhigsten Orte der Welt. Ranger messen dort oft genau 0 Dezibel Geräusche. Sein Name bedeutet auf Hawaiianisch Haus der Sonne. Er entstand dank eines 1 Million Jahre alten Vulkans. Die Lava ließ im Laufe der Jahre diesen Berg wachsen. Dort herrscht ein eigenes Klima und das Wetter ist kaum vorhersagbar. Es dauert fast eine Woche, um mit dem Schiff von Südafrika zur isoliertesten Siedlung der Welt zu reisen, nach Edinburgh der 7 Meere. Toller Name! Du brauchst eine spezielle Erlaubnis der lokalen Regierung, um sie zu besuchen. Die etwa 300 Einheimischen behandeln sich gegenseitig wie Familienmitglieder, bauen ihr eigenes Essen an und halten ihre Insel tadellos sauber. Der Daintree-Wald in Australien ist der älteste Regenwald der Welt. Existiert seit über 100 Millionen Jahren und ist die Heimat von 12.000 Insektenarten und etwa 90% der australischen Schmetterlings- und Fledermauspopulation. Er ist auch die Heimat von etwa 3.000 verschiedenen Pflanzenarten. Das Barzaruto-Archipel im Indischen Ozean hat kristallweißen Sand und unberührte Korallenriffe. Und fast keine Touristen. Es ist ein offizielles Meeresschutzgebiet, wo die kommerzielle Fischerei verboten ist. Du kannst aber Fische in traditionellen alten Booten sehen. Deshalb sind die Korallen auch noch in diesem perfekten Zustand. Barzaruto ist auch die Heimat einiger der letzten verbliebenen Seekühe. Ein geheimnisvoller smaragdgrüner Bambushain befindet sich eine kurze Zugfahrt von Kyoto entfernt. Er ist wie ein Portal in ein anderes Universum. Die knarrenden und raschelnden Geräusche machen ihn zu einem der Top 100 Soundscapes in Japan. Lokale Künstler stellen Körbe, Untersetzer und Platzdeckchen her, alles aus Bambus. Der Great Bear Rainforest in British Columbia ist berühmt für seine 1000 Jahre alten Zedern, moosbewachsenen Wasserfälle, Wasser in der Farbe von Granit und kristallklare Bäche. Er ist die Heimat des seltenen cremefarbenen Kermodebären, der auch als Geisterbär bekannt ist. Im Nordosten Thailands schwimmt eine Familie enormer Steinwale durch den Wald. Natürlich sind das keine echten Wale. Stattdessen sind sie Teil einer 75 Millionen Jahre alten Felsformation. Vor langer Zeit war dieser Teil des Landes eine Wüste. Die Bewegungen der Erdkruste schoben Sandstein zu diesen faszinierenden Bergen zusammen. Da diese Wahrzeichen für alle leicht zu erreichen sind, die Lust auf einen Wandertag durch ein ganzes Netzwerk aus Pfaden haben, werden sie immer beliebter als Touristenattraktion. Erreichst du erstmal den Rücken einer dieser Wale und schaust auf das endlose grüne Meer darunter herab, verstehst du wieso. Auf diesen Wanderungen findest du Wasserfälle sowie eine Vielzahl exotischer Pflanzen und Tiere und von ganz oben kannst du sogar bis ins Nachbarland Laos sehen. Die Formationen sehen genauso aus wie schwimmende Wale. Kein Wunder also, dass dieser Ort Three Whale Rock heißt. Was für eine Art, sich Thailand anzusehen, auf dem Rücken eines riesigen Steinwals. Bei Ausgrabungen einer kanadischen Mine im März 2011 machte ein Arbeiter eine schockierende Entdeckung. Er fand ein fast perfekt erhaltenes Nodosaurier-Skelett. Dieser Kerl brachte 1300 Kilogramm auf die Waage und wuchs auf bis zu 5,5 Meter Länge heran. Trotz seines Alters von 110 Millionen Jahren war der Nodosaurier so gut erhalten, dass man deutlich den schweren Panzer und die schuppige Haut darüber erkennen konnte. Es dauerte fast ein Jahr mühsamer Arbeit, den unglaublichen Fund freizulegen. 2017 wurde das Fossil dann endlich in einem kanadischen Museum präsentiert. Überraschenderweise zeigte die Analyse der Haut, dass der Nodosaurier ähnlich wie moderne Geckos und Motten in der Lage war, sich zu tarnen. Das plus seine Dornen und Schuppen und er ist im Prinzip ein laufender Panzer. Der Nodosaurier wird bis heute studiert und könnte sich als eines der bedeutendsten Fossilien seit langer Zeit erweisen. Seine hohe Detailliertheit könnte uns helfen, noch mehr Rätsel der Vergangenheit zu lüften.
Das Voynich-Manuskript ist eines der mysteriösesten Dokumente der Welt. Seit seiner Entdeckung im Jahr 1912 war es jedem und jeder, die sich damit befasst haben, ein völliges Rätsel. Es ist voller seltsamer Abbildungen fremdartiger Pflanzen, unbekannter Objekte und Symbole der Sternzeichen. Doch das Interessanteste ist die Schrift. Die Sprache des Textes ist komplett unentzifferbar. Niemand weiß, was darin steht, wer es geschrieben hat und wo. Wir wissen nicht einmal, ob es eine echte, funktionale Sprache ist oder sie nur für diesen einen Text geschaffen wurde. Die Zeichnungen der verschiedenen Pflanzen sind ebenso spannend. Die meisten im Manuskript sind als Pflanzen erkennbar, doch passen zu keiner der bekannten Arten. Ein englischer Professor der angewandten Sprachwissenschaften hat behauptet, er hätte einige der Zeichen in dem Buch entschlüsselt. Doch es ist bisher nicht gelungen, mehr Informationen über diesen mysteriösen Text herauszufinden. Falls es dich je nach Down Under verschlägt, vergiss nicht, den Mystery Craters in Queensland einen Besuch abzustatten. Auf halber Strecke zwischen Bundaberg und Gingin sind sie einer der verblüffendsten Funde Australiens. Und das will was heißen. 1971 gehörte das Gelände einem Bauern, der Zucchini und Kartoffeln anbaute. Als er seinen Hof erweitern wollte, stieß er während des Pflügens auf große Steine im Feld. Als er sich diese Steine in seinem Weg genauer ansah, fand er Meerestierfossilien und einige seltsame Krater. Der Bauer meldete seine Funde Geologieprofessoren, die sie daraufhin untersuchten. Als sie begannen, sich durch das Gelände zu graben, entdeckten sie eine riesige Sandstein- und Satinlocke, die ganz und gar mit Kratern überzogen war. Insgesamt waren es 35 und die Gesteinsschicht wird auf ein Alter von etwa 25 Millionen Jahren geschätzt. Die WissenschaftlerInnen studierten dieses Mysterium und machten Meteore als Hauptverantwortliche für die Krater aus. Ich wüsste allerdings gern, was für Figuren sich die Stadtnamen Bundaberg und Gingin ausgedacht haben. Der Mechanismus von Antikythera ist eine Art antiker Computer, dessen außerordentliches Design die Wissenschaft bis heute verblüfft. Vor etwa 2000 Jahren sank ein griechisches Schiff vor der Küste der Insel Antikythera. Das Wrack wurde im Jahr 1900 entdeckt und Taucher plünderten einige seiner antiken Artefakte. Als Archäologen begannen, die Entdeckungen aus dem Wrack zu sortieren, stießen sie auf ein Objekt, das nicht zu den anderen zu passen schien. Das Wrack war antik, doch gefunden hatten sie eine unglaubliche Vorrichtung, die viel zu technologisch fortgeschritten schien. Die Maschine funktionierte wie ein Rechner, der es erlaubte, Zeit, Sternbewegungen, Finsternisse, Mondphasen und sogar Zeitpunkt von Ereignissen wie der Olympiade mit beeindruckender Genauigkeit zu verfolgen. Dieses Maß an Technologie an Bord eines antiken griechischen Schiffswracks lässt sich fast unmöglich erklären. Erst im 14. Jahrhundert, als in Europa die ersten mechanischen Uhren gebaut wurden, gab es Mechanismen, die an diesen herankamen. Wie konnte dieses Gerät so lange davor, 1400 Jahre vor seiner Zeit, entstehen? Könnte der Untergang von Antikythera und der Verlust des Rechners die Entwicklung der Technologie um Jahrhunderte zurückgeworfen haben? Währenddessen ist das Kaukasusgebirge nahe des Schwarzen Meeres eines der wenigen Gebiete Europas, das kaum menschlichen Einfluss erfahren hat. Und das, obwohl Menschen mit heller Haut oft als kaukasisch bezeichnet werden. Trotzdessen haben Archäologen und Archäologinnen hier diverse antike Megalithbauten gefunden. Diese hausähnlichen Dolmen genannten Konstruktionen enthalten Schmuck, Bronzewerkzeuge und allerlei Töpferwaren. Die Archäologie weiß weder, wer sie gebaut hat und wieso, noch was ihr wahrer Zweck ist. Die Strukturen bestehen entweder aus zwei Steinen, die von einem großen als Dach zusammengehalten werden, oder kleineren Steinen als Wände mit einem Loch an einer Seite. Man hat sogar Steinpfropfen gefunden, mit denen das Innere versiegelt werden konnte. Doch das wirklich Seltsame an diesen Steinformationen ist, dass man sie nicht nur im Kaukasus entdeckt hat, sondern auf dem ganzen Planeten. In Australien, Südkorea, Kolumbien, Ländern in Afrika und sogar Frankreich. Da ihre Funktion nicht geklärt ist, kann die Wissenschaft nur spekulieren. Die Entdeckung des Grabmals des ersten chinesischen Herrschers im Jahr 1974 ist hervorragend dokumentiert. Und wer könnte die 8000